Wir machen wieder weiter mit den Tutorials für die Rückenübungen. Wir sind hier an der Langhantel, wir werden Langhantelrudern machen. Da gibt es zwei hauptsächliche Ausführungsvarianten. Einmal mit dem Übergriff, einmal mit dem Untergriff. Den Übergriff, den verwenden jetzt sehr viele Leute deswegen, weil Dorian Yates, der damals den Untergriff verwendet hat, sich damals eine Bizepszerrung zugezogen hat. Warum ist die untere Griffhaltung bekannt geworden? Deswegen, weil sie einfach diesen unteren Teil des Latissimus extrem stimuliert. Das ist eine sehr gute Rückenübung. Ich werde euch jetzt einfach beide mal vorführen. Und seid euch einfach bewusst, dass der Obergriff mehr auf den oberen Rücken geht und der Untergriff mehr eben auf den unteren Rücken geht. Und wir aber bei beiden Varianten darauf achten müssen, dass zum einen mal unser Rücken komplett gerade ist, die Knie leicht gebeugt sind, wir die Hantel immer entlang des Oberschenkels ziehen und die Ellenbogen nicht seitlich nach außen bringen, sondern wirklich am Körper entlang ziehen. Zunächst mal die Variante mit dem Obergriff. Die sieht so aus. Wir ziehen hier die Hantel zum Bauchnabel und gehen wieder zurück. Und wir ziehen jetzt im Gedanken, wenn wir uns vorstellen, dass wir uns von hinten anschauen würden, dann würden wir sehen, wie unsere Schulterblätter zusammengezogen werden. Das ist eine ganz gute Variante, wenn beispielsweise der Trainingspartner hinter einem steht und die Hand zwischen die Schulterblätter hebt und dann man versucht, seine Hand hier hinten einzuklemmen. Die zweite Variante sieht ganz einfach so aus. Alles bleibt gleich, nur die Handposition ändert sich und man zieht wieder die Hantel zum Bauchnabel, geht hinten zurück und meines Erachtens spürt man hier sogar ein bisschen mehr den Rücken. Die Übung ist wirklich mehr für den Latissimus bis ganz nach unten, wo der untere Rücken und der Latissimus sich verbinden und der Übergriff ist eher noch mit für die hintere Schulter und den oberen Rücken. Gleich geht's weiter mit weiter Muskelaufbau-Videos und Tutorials auf meiner Website und auf Facebook. Und dann gibt es hier noch das Kurzhantel-Trizepsrücken. Sieht so aus. Überkopf, richtig schön nochmal, um hier die Dehnung reinzubekommen. Und dann am Schluss nochmal Bankdips zum Auspumpen. Jetzt zur Reihenfolge der Übungen. Die sieht meistens so aus, ich sag's jetzt ganz pauschal. Ihr könnt nochmal selber durchlesen, wie sich die zusammensetzen. Aber die erste Übung ist meistens eine Übung, wo man einfach die Gelenke wahrnimmt.